Jo, Friends, ich glaube, jeder, der diesem Account folgt, kennt mittlerweile dieses Bild. Und ich zeige euch heute, wie ihr dieses zerrissene Papier malt. Ihr braucht erstmal etwas, worauf ihr malen könnt. Pinsel, schwarze Farbe und ein Stift. Und dann fangt ihr auch schon an, eine beliebige Form auf euer Papier zu malen. Anschließend schreibt ihr dann in die ganze Form irgendetwas rein. Es kann alles mögliche sein. Bei mir gibt es auch gar keinen Sinn. Und dann malt ihr an die Enden solche Risse, damit es später ein bisschen älter aussieht. Mein Handy hat leider den nächsten Part nicht aufgenommen, deswegen wundert euch nicht, warum das jetzt schon fast fertig aussieht. Auf jeden Fall nehmt ihr die schwarze Farbe und umrandet das ganze Ding. Und zieht die Farbe mit eurem Finger dann in die Mitte. Es sollte bei euch jetzt ungefähr so aussehen. Und jetzt nehmt ihr nur ganz wenig Farbe und setzt solche Schatten. Und als letztes nehmen wir noch so einen weißen Marker und machen noch ein paar Highlights. Und das war's eigentlich auch schon. Also mega easy.